Komplett zu tauschen oder willst du da sitzen bleiben? Ich bleibe sitzen. Oder willst du da? Ich weiß nicht. Ist ja deine Sendung. Meine Sendung. Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir und ich habe einen Special Gast dabei, den Nils. Was geht ab, Leute? Was geht ab? Heute haben wir uns mal überlegt, wir werden den Titan Booster von Carson Payne einfach nochmal testen und zwar auf meinem Kanal und einfach so als zweiten Test, so aber ein bisschen chilliger als wir das mal bei Nils machen. Bei Nils machen wir das ein bisschen so offizieller. Bisschen versteift so. Nee, ein bisschen offizieller so mit Punkten und sowas und hier werden wir einfach chillig nochmal testen und gucken, ob die Wirkung beim ersten Mal genauso ist wie beim zweiten Mal, beziehungsweise beim zweiten Mal genauso wie beim ersten Mal und ja, ich würde sagen, wir würden ihn einfach anmixen und punkten. Ja, denke ich auch. Also, zum Booster. Der riecht Lemon-artig. Liegt vielleicht daran, dass es Lemon-Geschmack ist, Freunde. Pulver ziemlich hart. Buttert. Buttert. Ein Scoop ist perfekt, eine Portion. Deshalb würde ich mal sagen, ein Scoop. Keine Faxen. Genau, das hatten wir letztes Mal hinter der Cam abgewogen. 15 Gramm eine Portion. Beste. Interessanter in dem Booster sind ganz klar die unteren Inhaltsstoffe, außer das Theobromin, das ist gnadenlos unterdosiert, aber das Hallustachin, das ist interessant, Freunde. Diese gut, Hallustachin gut, Booster gut. Boom gut. Deckel nicht gut. So einem Booster-Review kann man auf jeden Fall mal Gäste einladen. Gerne oder so. Weil wir können den Booster dann ja das zweite Mal testen für uns, ohne Probleme. Dann hat man immer noch mal so eine extra Mann. Ist das alles? Guck mal, Gäste einladen. Bewerbt euch jetzt! Von der Familie. Unser Booster im Brennpunkt. Booster ist der Spiel der Familie. Ja, wir hatten ja bei Kind auch immer Gäste. Also, immer einmal. Einmal würden. Aber wer ist halt so der Booster? Also, YouTuber, die mehr als 100.000 Abonnenten haben, sind gerne eingeladen. Alle anderen können sich einladen. Genau, vielleicht haben einige ja schon, also bestimmt die meisten schon, das Review gesehen auf Nils Kanal. Also, ich hoffe mal. Ist Grundlage für dieses Video eigentlich, ja, weil dann wisst ihr, was wir, wie wir den Booster bisher bewertet haben. Ja. Und wie Armin schon gesagt hat, jetzt einfach der zweite Eindruck. So oft chillig, ganz entspannt. Würde ich sagen. Stößt auf ein gutes Training. Prost. Geschmacklich immer noch nice, also man kann ihn geil trinken. Finde ich geil, oder? Ja. Kann man nicht anders sagen. Ihr liebt den Geschmack. Ich finde ihn richtig geil. Ich merke jetzt Geschmack. Schon wieder das Beta-Alanin-Kribbeln, Alter. Echt schon wieder? Und ich merke sonst nie Beta-Alanin-Kribbeln. Genau. Okay, jetzt merke ich es auch. Jetzt kommt's, Alter, jetzt kommt's. Nee, und Lüssiger ist auch top, also ja. Braucht man nicht viel sagen, ne? Optimal kann man. Gut trinken. Ich kann ein bisschen schlechter als so. Man verzieht sein Gesicht nicht, ist nicht zu sauer, ist nicht zu bitter. Also easy. Geschmacklich ist also auf ganz hohem Niveau, Alter. Sehr nice. Wie gesagt, Nils liebt ihn, ich feiere ihn. Ja, ich bin da schon in einer recht monogamen Beziehung mit dem Booster. Nils trinkt ihn eigentlich auch ganz heimlich so. Ja, ich trinke ihn auch einfach morgens oder ja, klar. Mittags zum Essen. Um den Tag zu starten, Alter. Gestern gleich nach dem Training auch gleich nochmal eine Portion reingezogen. Aber der war. So. Ihr könnt ja auch sagen, wie der beim ersten Mal gewirkt hat. Ja, genau. Jetzt schon sagen. Genau, klar. Beim ersten Mal. Wir hatten, also nicht von der Wirkung, sondern wie wir uns so danach gefühlt haben über den Tag. Ach ja, stimmt. Ob wir einen Down hatten oder nicht. Hatten wir nicht. Nee, überhaupt nicht. Also kein wir haben uns beide richtig fresh kein gefühlt, Sinn. Richtig gut gefühlt. Und genau ich denke mal, das wird jetzt mal wieder so sein, weil das ist meistens bei den Boostern so, wenn man einmal so eine Wirkung hatte, dass man also jetzt keinen Down hatte oder so, dann hat man es beim nächsten Mal eigentlich auch. Es sei denn, man nimmt irgendwie mehr. Das kennen wir zum Beispiel von anderen Boostern. Genau, ja. Wenn wir eine ordentliche Portion genommen haben, hatten wir dann auch ein ordentliches Down. Ganz genau. Ich muss auch sagen, nach dem Training, es ging einem super. Ich habe ordentlich gegessen. Ich hatte unglaublich Hunger nach dem Training. Also es war richtig top. Genauso wie ich es mir vorstelle. Ich habe das Gefühl, wenn ich keinen Booster genommen hätte, ich war einfach nur richtig gut gelaunt. Es ist ja auch irgendwie so als EU-Booster gedacht. Gedacht, genau. Aber es ist halt eigentlich so eine Mischung aus so ein schwächerer US-Booster, würde ich mal sagen. Allein wegen der Inhaltsstoffe so. Also. Ja, also sagen wir mal so ein EU-Booster mit Hallustachin. Ich würde sagen, wir trinken den jetzt einfach aus. Wollen wir nicht zu viel labern hier. Und genau. Dann gibt es eigentlich nochmal ganz kurz so ein, nicht ganz kurz, wahrscheinlich nochmal ein bisschen ausführlicher. Fazit, wie wir das Ganze fanden, so nochmal beim zweiten Mal testen. Yes. Und so. Bis gleich.
Das Training ist vorbei und der Booster hat uns wieder mal überzeugt, muss ich sagen. Also genau wie beim ersten Test, war unnormal geil. Also ich fand ihn wieder geil. Ja, ich muss sagen, ich habe ja im ersten Video gesagt, ich fand den Pump ein bisschen schlechter wie andere Kategorien. Aber diesmal fand ich den Pump wirklich geisteskrank. Ich fand ihn, glaube ich, diesmal sogar ein bisschen krasser wie du. Bei Pumpen muss man natürlich sagen, es sind immer unglaublich viele Faktoren, die damit einspielen. Ernährung. Und einfach manchmal ist das einfach tagesformabhängig. Dennoch muss ich sagen, nach zwei Tests jetzt, der Pump ist geil, Fokus finde ich geil und die Energie, ja, die Energie ist nach wie vor etwas bei mir, wo ich sage, die hinkt ein bisschen hinterher. Ja. Sagst du? Ich fand die Energie diesmal auch ein bisschen schlechter als beim ersten Test, aber den Pump fand ich halt, wie Nils gesagt hat, extrem krass. Aber der kam halt ein bisschen später, das heißt, wenn ich irgendwie Citrullin und Arginin mische, dann habe ich direkt von Anfang an den Pump und ja, durchgängig und hier habe ich den ein bisschen später, aber dafür halt extrem krass. Und ja, Fokus war auch wieder voll in Ordnung, also jetzt nichts Überkrankes, wo ich so in meinem eigenen Film bin, aber immer noch. Nach wie vor, ich finde, für Chaos and Pain endlich mal wieder ein cooler Booster im Sortiment neben Cannibal Ferox. Gibt ja sehr viele Leute, die Cannibal Ferox nicht so gut finden, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ist, glaube ich, so einer unserer Lieblingsbooster im US-Bereich. Das ist halt auch so, der erinnert mich halt echt auch an Cannibal Ferox, weil der auch immer so, der war zwar hart, aber nicht so, dass man jetzt irgendwie drauf abschmiert oder so, also war immer geil, ordentlich und ja. Ja, also ich bin zufrieden. Ja, du auch, ne? Auch beim zweiten Test. Ja, zufrieden. Sinne. Wahrscheinlich wird es auch keinen Down geben. Also ja. Ich sage einfach mal für Amazon Kanal, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der neuen Serie haltet. Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Genau. Und welche Booster ihr noch so getestet haben möchtet, jetzt nochmal so als zweiten Test, so zum Beispiel Zenark. Alles außer Suicide. Suicide. Alles außer Suicide. Suicide Zero kommt ja bald. Und ja. Gucken. Wird auf jeden Fall folgen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen mit Nils mal an Bord. Also mal. Nein, ich meine so jetzt von an. So ja, ich verstehe. Ja, also nicht so Vlogs. Also. Armin, ganz ruhig. Kannst du jetzt bitte gehen? Nein, ja. Ich kann auch gehen. Nein, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn das so ist, dann freut mich das natürlich auch. Ich sage wie immer nicht, gebt dem Daumen wieder nach oben, sondern macht, was ihr wollt. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das macht. Und auch bei den nächsten Videos vorbeischaut und auch abonniert und den Booster-Test abcheckt, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Aber ich denke mal, ihr habt das alles schon abgecheckt, weil sonst wärt ihr jetzt nicht hier am Start. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Vielleicht auch bis zum nächsten Booster-Test, falls ihr euch nur diese Tests angucken werdet. Also. Haut rein. Kinder es. Oh, nee, so ist es nicht gut. Und ich sag wie immer nicht. Gib dem Video einen Daumen nach oben. Gib dem Daumen mal wieder nach oben. Ah ja, stimmt. Geht so, du? Macht chillig, oder? Ja. Ist ja deine Sendung. Meine Sendung. Ist ja deine Sendung. Kann man für Dinner machen. Wollen wir Licht anmachen? Ach ja. Also mach ich mal. Ey, Alter. Scheiß drauf. Folgen wohl ohne. Scheiß drauf. Vielleicht Apo Red. Yeah. Es läuft noch. Ja? Es geht Leute abonniert. Was sagst du denn zu Suicide? Ja. Gutes Ding, du. Gutes Ding. Ist fast, wenn man den Magen leer bekommen möchte. Ja, ja, also wenn man erbrechen möchte, ist ganz gut für Alzheimer-Bulimie. Ne? Also, wenn ihr es vergessen habt zu kotzen, damit funktioniert es wieder. Empfehle euch 3 Monate kein Beintraining, dann Suicide auf leeren Magen. Bombe geil. Ruft mich an. Ruft ihn an. Das kommt locker in die Outtakes.